Leute, wir sind zurück. Super Mario Sunshine. Im letzten Part sind wir ja stehen geblieben. Und ich habe gerade was gelesen, weil ich wundere mich ja, warum wir nicht zum Flugplatz können. Da kommen wir leider erst, wenn ich den Boss besiegt habe. Aber das werde ich dann so machen. Ich werde den Boss voraufnehmen. Bevor wir alle blauen Münzen abgeben, den werde ich euch dann ans Ende des LPs reinschneiden. So viel sei dazu gesagt. Also das letzte Level schneide ich euch dann da rein und... Also das wird das sein. Ich muss halt nur gucken, wie ich das noch mache, weil da kriegen wir 10 blaue Münzen. Vielleicht schneide ich euch auch nur... sammle ich die 10 blauen Münzen noch nicht ein und schneide dann halt nur den Boss rein. Dann gehen wir nochmal zusammen ins Level und holen die 10 blauen Münzen. Ich muss gucken, wie ich das mache. Wir gehen jetzt aber hier erstmal rein. Wir beenden das. Weil wenn wir dieses Level abgeschlossen haben... Müssen wir schon zum Boss tatsächlich, weil wir den Rest sonst gar nicht bekommen können. Rette den Bürgermeister. Let's go. In Kapitel 3 gibt es genau 3 blaue Münzen. Die müssen wir holen und uns wurde gerade Dreck weggeklaut. Geil, Alter. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal nach... da irgendwie hinkommen. Okay, so wird... Ich bin tot. Dich, Mario, du stinkender Klempner, Alter. Das ist unglaublich. Ja, ja, fuck you. Jetzt ist die gute Frage, wie kommen wir da hin? Wahrscheinlich nur von unten, ne? Kommen wir da lang? Also hier schon mal nicht. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Ich habe sonst keine andere Idee. Ah, stimmt. Wir können ja auch durchs Wasser. Nein. Was? So, dann halt nochmal. Oh.
Ja, toll. Das hat mir extrem viel gebracht. Gar nichts hat mir das gebracht. Jetzt hocke ich nämlich hier. Vorsicht. Oh ja. Ja, ich bin schon wieder tot, ne? Mama mia. Dieses Level regt mich so sehr auf, weil Mario dreht sich immer um, wenn er sich den scheiß Arsch verbrennt. Dieser dämliche, fette Klempner, Alter. Es geht mir so auf den Sack. Das ist einfach die übelste Scheiße. Ja, hast du verdient, Arschgesicht. Geschafft, oh Gott. Furchtbar. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Nice. So, das war blaue Münze Nummer 1. So, dann haben wir noch... Aua. Da ist noch eine. Danke. Vorsicht. So, und dann haben wir... Eine haben wir noch hier. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Gern geschehen, Bruder. So, damit haben wir alle Kapitel 3 Münzen. Jetzt wollen wir nur noch den Bürgermeister retten. Und dann war es das mit dieser Quest. Das war furchtbar. Ich wäre fast wieder ausgerastet. Ich muss ruhiger werden. So hoch. Die Frage ist, wo ist jetzt der Bürgermeister? Wahrscheinlich oben auf dem goldenen Pilz, ne? Ja, war klar. Vorsicht. Cool, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Mission abgeschlossen.
Sehr nice. Damit ist 80, der 80. Shine-Sprite ist sicher. Fehlen nur noch 40. Dann haben wir alle. Nice. Und leider kriegen wir nur ein paar davon, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Gut. Wieder ins Level rein. Ich glaube, ich weiß, wie ich das gegen Ende mache. Ich werde mit euch die 10 blauen Münzen sammeln. Dann schneide ich, dann verlasse ich den Kurs. Ich selbst mache den dann in der Pause durch. Dann holen wir das und dann spielen wir am Ende nochmal das Spiel durch. Kettenhund-Katastrophe. Ja. Kapitel 4 gibt es keine blauen Münzen. Müssen wir nichts machen. Glücklicherweise. Oh, du Blöde, Alter. Ich bin außer mir vor Wut. Böser Kettenhund. Ich sollte anstatt ihm zum Geysir und mich abkühlen. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Der Kettenhund hängt ja fest. Ah, jetzt. So, dann komm mal mit. Ah. Oh, das ist so nervig, Alter. Wir müssen leider warten. Oh, Brudi, hast du es bald mal? Ist das dein Ernst? Oh, das ist nicht dein scheiß Ernst, du dämlicher Kettenhund, Alter. Ich raste komplett aus, ne? Oh, geht doch. Das war furchtbar. Es fehlen nicht mehr viele Sprites, Alter. Ja, ich freue mich so hart. Das sind so awesome.
So, jetzt in Kapitel 5 gibt es auch wieder einen Zusatz-Shine-Sprite. Könnt ihr euch vorstellen, das heißt, wir müssen zweimal in das Kapitel rein. Das Geheimnis der anderen Seite. Gut, Yoshi möchte sowas wie eine Mango haben. So, die sind ja schon wieder richtig schön am Feiern. Wow. Rudi. Danke. So, damit haben wir einen. So, gibt genau 3 Münzen, die wir mit Yoshi holen können. Vorsicht! Eine Biene noch, komm, ist sie, Yoshi! Yes! Alle blauen Schmetterlinge müssen wir leider essen. Oh, echt jetzt? Sie kommt zurück. Na komm, beeilt euch. Yes. Damit haben wir alle 3 Yoshi-exklusiven Münzen. Sehr gut. Oh nein. Scheiße, Yoshi ist tot. Das ist schlecht. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie lange wir auf Yoshi warten dürfen. Da hat wohl Big N nicht nachgedacht, dass sowas auch passieren kann. Weil jetzt kommen wir mit Yoshi nicht mehr raus. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist Yoshis Ding verschwenden. Das würde, glaube ich, am schnellsten gehen.
Oh, Yoshi hat ja unendlich viel Saft, Alter. Das dauert leider jetzt ein bisschen. Na komm, mach hin, Yoshi. Na komm, gleich haben wir es geschafft. Sehr gut. Furchtbar, Alter. Yoshi möchte diesmal Bananen haben. Okay. So, ich weiß aber jetzt, wie wir weiterkommen. So, keine Sorge. Das war gerade dumm von mir. Wir müssen in keines dieser Löcher... So, dann let's go. Okay. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock, ein Leben zu riskieren für diese Scheiße hier, Alter. Das kann ich aber gerne machen. Danke, Brudi. Danke, Brudi. Nice. Los geht's, rein da. Oh, Scheiße, das ist der Dreck, ne? Ich bin ein Werfer. Keine Bange. Nein! Oh. Der hat mich einfach schief geworfen. Oh, das war knapp. Man muss leider sehr aufpassen, dass die einen gerade werfen. Das ist super nervig. Hoch mit mir! Oh, shit. Da ist der Shine Sprite und da ist nichts. Das wird jetzt richtig eklig. Echt jetzt? Du.
Nein! Nein! Oh! Oh, Mario, sprich den noch an, Alter! Natürlich nicht. Dankeschön. Boom, Alter. Furchtbar. Gut, jetzt gibt's in Kapitel 6 und Kapitel 8 noch welche, aber die werden wir jetzt nicht machen. Wir werden erst die Zusatzinsignie bei Kapitel 5 jetzt machen. Weil ich da am allerwenigsten Lust drauf habe. 10, nee, das Geheimnis der anderen Seite. Die möchte ich gerne in diesen Part noch mit reinbringen. Eine Ananas möchte Yoshi. Dann mal los. Zwei Leben können wir kriegen. Das wird jetzt ganz lustig, deswegen mache ich den Part auch länger, damit ich diesen Zusatz-Sprite nicht nochmal machen muss. Der letzte Zusatz-Sprite dürfte wesentlich chilliger werden. Außerdem müssen wir in Kapitel 5 auch noch die 100 Münzen sammeln, also das kommt auch noch auf uns zu. Ihr könnt euch auch denken, warum Kapitel 5... Sehr gut. Ihr seht ja, wie viele Münzen hier alleine schon sind, die wir mit Yoshi sammeln können. Das war knapp. Aber wieder ein Leben gekriegt. Und hier auch wieder ein Leben gekriegt. Und los geht's, rein da. Das wird bestimmt richtig ätzend, ne? Kann mir vorstellen, was wir machen müssen. Okay.
Muss leider warten. Sehr gut. Und hoch mit uns. Das hätten wir. Okay. Sehr gut. Na komm, nice. Rüber hier. Oh, Kacke, Mario. Puh, die hätten wir geschafft. Nice, das ging schneller, als ich gedacht hätte. Das war leichter. Yes! Wie gesagt, uns fehlt nur noch eine Quest, um das Finale spielen zu können. Das Finale werde ich wohl so machen. Wir sammeln im finalen Level die 10 Münzen. Und dann mache ich den Boss kurz offscreen. Dann sammeln wir nicht nochmal die Münzen. Sondern wir spielen das Finallevel dann nochmal ganz legit durch und machen dann den Boss am Ende. So, aber... Leute... Ich werde den Part an der Stelle beenden. Im nächsten Part werden wir Plaza de la Palma wohl beenden. Und dann bewegen wir uns auch schon ins Finale von Mario Sunshine. Wo, wer hätte das gedacht, Alter? Wir sind fast fertig mit dem Projekt. Puh, das ging schneller, als ich das gedacht hätte. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Mario-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.